So, Kalmanz ist abgeschlossen. Mit was machen wir denn weiter? Wir könnten hier oben gleich mit Villa Verde fortfahren. Welches ist auch noch? Ja, viel Auswahl haben wir nicht mehr. Ich würde sagen, wir machen mit Villa Verde weiter. Das tun wir auch. Machen wir gleich hier weiter. Wichtige Aufklärungsdaten. Hier waren wir durch. Nichts mehr. Jo. Dann gehen wir in die nächste Provinz. Villa Verde. Fliegt der hier gerade alleine weiter? Tatsache. Okay. Gut, das soll nicht mein Problem sein. Ich sehe noch einen Tango. Und ich sehe drei. Vier. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Da oben steht noch einer. Scharfschütze auf dem Balkon. Ich sehe einen Hauptmann. Okay, das sind Zivilisten. Ja, wir gucken jetzt trotzdem einmal an.
hast. Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Okay, hier sind ganz viele Zivilisten rum. Das gibt's doch gar nicht. Hallo. Markiere Ziel. Achte auf die Umgebung. Und die Dirt rennt hier wohl auch rum. Zumindest einer. Soll mehr wie einer sein, was? Das soll angeblich alles Zivilisten sein. Dann verlassen wir uns da mal drauf. Aber mit dem Unidad-Typen hier gehe ich nicht ab. Ich würde sagen, ihr geht mal dahin. Los. Verstanden. Und dann sehen wir mal weiter. Ein bisschen höher gelegen, wäre auch nicht verkehrt. Wir wechseln nochmal auf die HTI. Ja,
Zeichen. Lass mich in Position gehen. Okay. Ziel markiert. Ziel markiert. Warte auf den Befehl. Das Ziel ist die bessere Schusslinie. Die Ziel Kerle markiert. Sind markiert. Ich warte auf dich, Boss. Na komm. Ist weg. Verdammt. Kann man noch höher? Ja, sind wir direkt an der Straße. Das ist auch kacke. Ziele markiert auf dein Zeichen. Bereit, auf deinen Befehl. Hab die Ziele, bereit zum Angriff. Tango getötet. Okay. So, wie machen wir denn weiter? Hey, das sind Feinde. Wo denn? Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Okay. Zivilisten im Gebiet. Schusslinie beachten. Okay, bin unterwegs. Ziele markiert auf dein Zeichen. Ziele fast. Bin bereit. Ziele markiert. Warte auf den Befehl. Sekunde. Geh in Position. Das wird wahrscheinlich so nix. Roger. Ziel markiert. Hab kein Ziel mehr. Ich sehe einen Haufen Sicarios. Drüben am Heli. Brauche neue Position. Das Ziel. Ziel markiert. Ich sehe den Befehl. Tango ist markiert. Bin bereit. Habt die Ziele bereit zum Angriff. Ziel eliminiert. Achtung, Marco mit Maschinenpistole. Direkt beim Käfig, siehst du? Nicht, aber gleich. So. Haben wir hier noch Infos?
Okay. Bei uns ist natürlich keiner. Aber das ist halb so wild. Aufpassen, wir wollen keine Zivilisten töten. Nein, machen wir doch gar nicht. Bleib mal locker. Wir gehen mal ein bisschen höher. Sicher ist sicher. Sie aufgescheucht. Gar nichts gemacht. Verstehe ich jetzt nicht. Gracias.
So, jetzt war ja irgendwo Infos oder was? Da. Infos und Nachschub. Sehr schön. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Nehmen wir die Munition auch gleich mit. Was ist hier los? Hallo. Hi, wie läuft's denn? Gracias. Viel Glück. So, dann können wir hier theoretisch. Drohne fliegt. Und die sind schon wieder hier. Toll. Jetzt wollte ich mal meine Heildrohne vorführen. Dann nicht. Da müssen wir hin. Na, geh doch. Steht hier überall Rebellen rum. Das gibt's ja gar nicht. So. Ich hab was. Der hiesige Boss ist ein Typ, der sich Al Way nennt. Er hat ein Haus in einem Ort namens Riverine. Sehen wir es uns an. Bowman. Der Bolchon in Via Verde heißt Al Way. Al Way? Den kennen wir. Ich wusste nicht, dass er in Via Verde ist. Er verarbeitet das Pyrolusit, das zum Reinigen des Kokains benutzt wird. Ein Unidad-Leutnant namens Bento hat in der Anlage einen Unfall verursacht, bei dem Al Ways Gesicht verbrannt ist. Dann ist er leicht zu erkennen. Als die Verbände runter waren, hat sich Bento über Al Ways Hackfresse lustig gemacht. Al Way hat fast einen Krieg vom Zaun gebrochen. Suenio musste einschreiten. Hört sich nach einem guten Ansatz an. Schieben Sie Al Way den Mord am Leutnant in die Schuhe und es gibt Krieg. Ich schicke Ihnen die Infos. Bowman Ende. Bowman hat uns gerade ein Video mit einem der hässlichsten Komiker von Bolivien geschickt. Al Way, das wird lustig. Okay. Das ist Pedro Gil, genannt Al Way. Und ich kenne Ihre erste Frage. Was zum Teufel ist mit dem passiert? Sie wissen, was Pyrolusit ist, oder? Ja, war mir auch neu. Pyrolusit, Schlüsselsilbe Pyro, ist das Zeug, das in der Provinz Via Verde abgebaut wird, um aus Coca-Blättern hochwertiges Kokain zu machen. Al Ways Vater war Bergarbeiter, wie dessen Vater, Großvater und dessen Vater zuvor auch. Im Grunde hatte Al Way nicht viele Optionen, bis ihm El Boquita begegnete. Willst du so richtig Geld machen? Er wollte richtig Geld verdienen. Tatsächlich war er ehrgeizig. Al Way wollte Pyrolusit verbessern, um das beste Kokain herzustellen, das es auf der Welt gibt. Kennen Sie den Ausdruck, es flog ihm um die Ohren? Unseren Quellen zufolge ist Al Way ein netter Typ. Gut zu seinen Arbeitern, cool mit der Unidad. Nur machen Sie niemals Witze über
sein Gesicht. Okay. Warum nicht? Der Komplexe? Bestimmt. So. Machen wir da gleich weiter. Sind nur 300 Meter. Tankstelle. Na. Okay. Bonusrunden haben wir hier auch. Sehr schön. Dann machen wir doch gleich hier weiter. Weil dort gibt's Zubehörkiste. Das sind auch noch 600 Meter. 650. Die können auch laufen. Nicht viel Nachschub hier gefunden irgendwie. Eine Kiste, glaube ich, bislang. Okay, hier vorne ist wieder eine Straße. Dann gehen wir hier mal schnell rüber. Ich habe ja immer so das Glück mit Omidat. Ein Schrein, der einer Inka-Göttin gewidmet ist. Mama Kuka. Wir gehen hier mal noch ein Stück runter. So. Und machen die Zubehörkiste. So ein Zettel, eine Legende. Markieren Hauptmann, da ist noch ein Tango. Ziel markiert, behalte sein Umfeld im Auge. Hier sind Zivilisten. Scheint so. Okay.
Geh in Position. Wie treffe ich den nicht? Der greift zur Waffe, er hat den Schuss gehört. Werfe Tangos an. Kacke. Schon wieder scheiße, Mann. Es tauchen noch mehr von den Arschlöchern auf. Ich gehe in Position, eine bessere Position. Ziel markiert. Roger, Ziel erfasst. Da kommen noch welche. Dann warten wir noch mal kurz. Alles klar, geh in Position. Tango getroffen. Das kam vom Feld. So, Schluss hier. Alles sauber hier. War schon wieder viel zu viel des Guten. Mama Koka. Es ranken sich zahlreiche Legenden um Mama Koka. Einige glauben, sie sei die Tochter Pachamamas, andere halten sie für die umwobene Frau eines der ersten Inka-Herrscher. Aber die meisten Geschichten enden mit der Vorstellung, dass ihr Körper nach ihrem Tod von den Gliedmaßen befreit und separat beerdigt wurde. In der Mitte des Grabes wuchs eine neue Pflanze namens Koka, deren Blätter, die ursprünglichen den Menschen vorbehalten waren, dazu dienten, Schmerzen zu lindern und schon bald als heilig betrachtet werden. Na sowas. Eine heilige Pflanze. Was uns hier noch erwartet. Nichts weiter. Ein bisschen Nachschub. Nehmen wir mit. Hier ist eine Waffenkiste. Lass mich doch mal durch hier. Das geht zu meinen Stiefeln. Kurzer Schaft. Das war's dann hier. Hier ist noch ein Leutnant. Haben wir den nicht gemacht? Dann machen wir
erstmal den Leutnant. Da war eben gar nichts mehr. Bin ich mir 100% sicher. Anschneiden, Leute. Ich sitze, gib Gas. Da war nichts mehr. Egal. Wir brauchen ja nicht nur Infos. Fehlen aber die Nebenmission. Ja, die Nebenmission fehlen. Hi, wie läuft's denn? Gracias. Viel Glück. Die Rebellen können den Kram im Flugzeug gut gebrauchen. Das lässt sich einrichten. Wir müssen... Okay. Wir fahren hier weiter. Das Flugzeug nur kapern und an einem sicheren Ort landen. Los hier, will keiner? Entschuldigung. Hola plebes! Es liegt Veränderung in der Luft. Feuer frei, Feuer! Du warst ein Zivilist? Ich weiß. Wir sind erst ein paar Jahre in Bolivien, aber es fehlt nur, wie wir gewachsen sind und wie viel Gutes in den paar Jahren gelaufen ist. Kollateralschaden. In der letzten Ecke Bolivias gab nur Schlamm und Dreck, bis wir hier unseren Laden eröffnet haben. Orale, wir sind geil, Homies! Und darum geht's, Adorada Audiencia, wenn man so weit gekommen ist. Wenn das Leben so toll ist, warum höher Ziele? Warum größer träumen? Weil es besser ist. Und wenn du es nicht tust, wird es für dich nur nach unten gehen. Als wäre es an der Blanca jetzt gerade Schwergewichtsweltmeister. Somos los Machingones, pues. Was will man dann haben? Mehr Geld? Ein... Ich habe zwei Sicarios. Der Parkplatz. Unidad Heli, unten bleiben. Okay, jetzt weg. Worauf? Kannst du knicken. Okay, dann machen wir das anders. Setze Drohne ein. Markiere Feind. Ein Parkplatz für Touristen. Ahora siendo jodido. No he descansado nadita, es un chingo. Verstanden. Unterwegs. Brauche neue Position. Shit, ich muss die Position wechseln. Roger, Ziel markiert. Ziel erfasst. Bereit, bin auf deinen Befehl. Eröffne Feuer. Deck alles hat okay, alles ist gut. Das war ja wohl kein Problem. Waldparkplatz.
Wir haben einen Leutnant.